Hallo! Herzlich willkommen bei Bro Bro and Buddy. Seid ihr heute? Genau. Also bei KKK, Kette Conversation, Küche und Köstlichkeiten. Let's rock! Geil! Ja, wie ihr sehen könnt, wir sind heute bei uns. Hallo Nadine! Hallo! Cool, bist du dabei? Bei uns zwar in Andermatt, also in der Bro Bro Küche at home. Genau. Ja, was machen wir heute? Vielleicht habt ihr das Video von letzter Woche gesehen, wo wir bei Anna waren. Hallo Anna! Wuhu! Ich meine aber bei der anderen Anna daheim waren. Da wurde sich etwas Spezielles gewünscht. Wisst ihr noch, was das war? Schreibt es einfach in die Kommentare rein, dann können wir das nachlesen, wenn ihr es noch hallo wisst. Hallo Elfi, hallo! Cool, seid ihr dabei? Nee, auch nicht so schlimm, weil wir wissen, auch ihr wisst, dass Anna recht viel redet, dass vielleicht das ein oder andere verloren geht, überhaupt kein Problem. Aber, hallo Barbara, hallo! Ja, wir wollen euch nicht länger auf die Folter spannen. Was war es eigentlich schon wieder? Gummibärchen. Ich hab's nicht gehört. Gummibärchen! Cool. Wer mag sie nicht? Niemand. Die Frage ist eher, welche Farbe magst du? Ich bin Mädchen, ich mag natürlich pink. Ich bin grün. Okay, du bist ein Kerl. Kein Problem. Super. Also, nein, warum haben wir es gemacht? Wir hatten auch noch andere Vorschläge, wie zum Beispiel die Keto-Torte, auch super lecker, die vergessen wir auch nicht. Aber Gummibärchen sind einfach der Mega-Hit. Auf jeden Fall bei uns beiden, wenn wir auf dem Sofa sitzen, da ist die Tüte manchmal schneller leerer, als der Film zu Ende ist. Und, okay, so eine große Tüte gibt es gar nicht, solange der Film läuft. Sagen wir es eher so. Und wieso heute? Heute passt sowieso super. Genau, heute ist ja, welcher Tag ist es? Halloween! Und es ist doch mega cool, halt einfach eine gesunde Variante den Kindern zu geben. Also auf jeden Fall fühlen wir uns da auf jeden Fall ein bisschen besser. Cool. Ah cool, Elfi mag auch rot. Okay, super. Okay, das sind schon zwei. Silja, grün, cool. Oh, Silja, oh, hallo Yves, hallo, cool. Eins, super. Ich bin sicher, wir haben noch mehr, die grün lieben. Also. Genau. Also, ja, wir haben verschiedene Varianten. Was? Wir haben verschiedene Varianten, wie wir die Gummibärchen machen. Das sagst du gleich. Okay. Ich sag, mit was wir es machen, weil wir haben ja gesagt, es ist ja, das soll gesund sein, oder? Das Blöde ist ja dabei, dass in den normalen Gummibärchen immer so viel Zucker ist. Und Zucker ist in der ketogenen Ernährung leider nicht erlaubt. Hallo Judith, schön, dass du dabei hallo. Bist. Hallo. Cool. Oh, danke, oh, danke Herzchen. Die sind rot. Genau. Und da haben wir uns für den Austausch Zucker-Erythrit entschieden. Also für uns eigentlich auch ein bisschen neu, weil wir jetzt erst mit der ketogenen Ernährung angefangen haben und uns mit den verschiedenen, wie sagt man, Inhaltsstoffen ein bisschen auseinandergesetzt haben. Kennt jemand von euch Erythrit? Hat da jemand schon mal was mit gekocht? Oh, da was Süßes gemacht. Hallo Sabrina, wuhu. Erythrit, genau. Ja, genau. Super, Silvia, stimmt. Wie wird denn Erythrit hergestellt? Ja, das Coole ist ja, Erythrit ist eigentlich ein pflanzlicher Austauschzucker und wird durch Fermentation hergestellt. Ist er halt auch schon in der Natur vorhanden, wie in Pilzen, Pistazien, Obst. Verschiedene Käse, Wein kann auch sein. Genau, genau. Also vollkommen unbedenklich, man kann es halt einfach oben reinhauen und es kommt unten wieder raus. Der Körper kann absolut nichts damit anfangen. Und das Ding ist ja auch, was wir auch gefunden haben, auch, oh, Elfi aus Blumen, richtig, genau. Genau. Erythrit ist ein Naturprodukt und wird von bewusst gesund lebenden Menschen bevorzugt. Ja. Okay, für die anderen bewusst ungesunden toten Menschen, die essen dann Zucker, oder? Also so habe ich diesen Satz verstanden. Aber Erythrit finde ich super. Genau. Und das Ding ist, wenn man sich da ein bisschen reinliest, Erythrit ist halt mega cool, kann man halt ohne Genuss Reue, Reue. Genau, genau, das ist ja unsere Devise, Genuss ohne Reue, kann man halt auch Kindern geben, oder? Weil es ist einfach nicht Karies fördern. Das fanden wir halt auch mega. Und wenn die Kinder jetzt zu Halloween gleich wieder klingeln, es waren schon ein paar da, können wir ihnen halt einfach ohne schlechtes Gewissen diese leckeren, bombastisch geilen Keto-Bärchen geben. Ja. So, okay, also, fangen wir an. Fangen wir mit was an?
Mit unseren Keto-Bärchen. Na, die wissen auch gar nicht, was es gibt. Okay, erzähl, was gibt es? Es ist also, unser erstes Live, oder? Also Entschuldigung. Also, wir machen drei verschiedene Varianten. Die erste Variante basierend auf Götterspeise, kennt ihr sicher. Hallo Marcel. Und die zweite dann für ein bisschen die Anspruchsvollen von uns mit griechischem Joghurt, pürierten Himbeeren. Und das dritte sind die Geißen mit den exogenen Ketonen. Freue mich schon, richtig. Juhu. Und ich gehe mal schauen, ob ich schon alles habe. Ja, und jetzt stehe ich alleine vor der Kamera. Huhuhu. Also, ja, warum haben wir uns für diese Sachen entschieden? Ihr Retreat haben wir schon besprochen. Die exogenen Ketonkörper ist halt auch eine wahnsinns spannende Sache, weil halt einfach massive Vorteile sind. Also, das heißt, hallo Vincent. Yeah, cool. Genau, weil es halt einfach massive Vorteile dort gibt und wir halt auch von den Geschmäckern ziemlich frei sind. Also da gibt es nicht nur Himbeere, da gibt es auch Apfel und Birne, es gibt Melone, also fast wie in der Haribo-Mischung. Genau. Ja, heute... Bessere Laune hast du vergessen, ne? Stimmt, bessere Laune. Und wer kann die bessere Laune nicht heute besser gebrauchen aus an Halloween, wenn so viele unattraktive, komisch geschminkte Kinder an der Tür klingen und immer wieder sagen, möchtest du Süßes oder sonst gibt's Saures? Da haben wir dann auch noch was dafür. Ja, deshalb hat er heute schon ein bisschen vorprobiert, ein bisschen getestet. Also es funktioniert definitiv super. Genau. Also, der springende Punkt bei den exogenen Ketonkörpern ist halt noch, was wir super fanden und echt spannend ist. Wenn man das isst, steigt nicht der Blutzuckerspiegel und damit auch nicht der Insulinspiegel. Das fanden wir halt auch sehr, sehr spannend. Also es gibt auch keinen Heißhunger, der nicht daraus resultiert. Und Heißhunger kennen wir immer wieder und ist nicht unbedingt sozusagen unser Freund. Ja, nee, genau. Und die enthaltenen BHB-Salze, die da drin sind, natürlich auch nur die rechtsdrehenden, zu rechts- und linksdrehenden sagen wir später oder beim nächsten Live nochmal ein bisschen was dazu, fördern die Durchblutung unseres Gehirns. Geil! Wie geil ist das denn bitte? Also man ist halt auch krass fokussierter. Dankeschön. Dankeschön für Daumen hoch und für die Herzen. Yes, lasst es, lasst sie fliegen. Jawohl, genau. Ja, kennt ihr Vorteile von exogenen Ketonkörpern? Oder habt ihr da schon was gemacht? Wir fangen jetzt mal mit dem Gummi. Aber das interessiert mich. Wir können ja schon mal, geil, Silvia, ja, finde ich auch, mega, 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 genau. Also Steffi, okay, liest mal da weiter. Ich muss jetzt arbeiten. Sie ist für heute wieder mein Bro, der dementsprechend das ausführt. Und was sie macht, ist, sie hat schon mal die Gelatine im Wasser eingeweicht. Macht sie hier. Sie wird jetzt auch gleich die Himbeeren schnell durch sie streichen. Das wäre super. Kannst du das nochmal zeigen? Ja, das kannst du also zeigen. Also, nee, das ist einfach das Himbeerpüree. Genau. Genau, Fettverbrennung. Ja, Elfi, genau. Fettverbrennung. Auch ein ganz das ist mega geiles Thema, ja. Eben, dann schaust du auf den Bildschirm, damit wir was sagen, was ja, Entschuldigung, ja. Wieso streichen wir es so im Bildschirm? Ganz einfach, damit die Kerne draus bleiben, weil eben, wie gesagt, heute sind die Himbeeren dran und da möchten wir nicht so viele Kerne, mehr Saft und Geschmack. Und das ist dann wirklich auch etwas Tolles. Super! Et voilà, das haben wir schon gemacht, schön vorbereitet. Wie gesagt, überhaupt kein Problem, die Rezepte schicke ich euch natürlich dann nach. Könnt ihr dann alles nachmachen. So, also, haben wir die Gelatine mit dem Erythrit, haben wir noch, dort hinten. Bitte reingeben. Ich habe natürlich gutes Mise en place, das heißt, der Löffel ist auch schon drin. Aber überhaupt kein Problem, es gibt Leute. So. Ich habe schon abgemessen, ich habe es ein bisschen im Kopf. Also ist überhaupt kein Problem. Et voilà. Sofern sie das jetzt mischt, ist das auch wichtig, nicht zu fest zu erhitzen. Weil wenn es zu fest erhitzt, dann kann es passieren, dass die Gelatine nicht mehr fasst und die Gummibärchen dann leider tollen Geschmack haben, aber nicht fest sind. Und was sind schon nicht feste Gummibärchen? Katastrophe. Überhaupt kein Problem, wenn ihr Agar-Agar verwenden möchtet, also ich setze in Rezepten, bitte aufpassen, nicht zu saure Lebensmittel oder Früchte nehmen, weil sonst funktioniert Agar-Agar sehr, sehr schlecht. TK-Beeren oder frisch, ich habe jetzt die TK-Himbeeren genommen, weil frische gibt es hier in Andermatt noch nicht oder nicht mehr, weil ja schon wieder bald der Schnee kommt. Super, schön, dass du das verrührt, sie füllt es jetzt hier ab in... Hallo Niki! Litermäsli! Zeig doch mal unseren Leuten die tollen Formen. Hey, die sind der Hit.
Also sowieso, weil sie pink sind und es sind super knuffige Bärchen. Ah, hallo Annelies. Ich habe viel die geileren, das sind nämlich die Dinos. Und wer steht nicht auf geile Dino-Bären? Hey. Ja, okay, also... Dino-Knabberlis. Dann haben wir noch ein bisschen Obst. Und natürlich auch für die Weihnachtszeit ein paar Sternchen. Super. So, füllen wir mal ab. Wie füllen wir denn das jetzt ab? Wir haben hier so drei Pipetten. Das ist super für dich. Kannst du schon mal anfangen. Ich bewaffne mich. Diese Pipetten. Zack. Also ihr seht, das geht ganz einfach mit der Pipette einfach rein. Dann füllen. Das überall... gehen wir ein bisschen näher. Seht ihr uns eigentlich gut? Hört ihr uns? Dann bitte Daumen rauf, weil ich höre mich eigentlich sehr gut. Wie ist es mit euch? Gut, dass du dich selber hörst, ansonsten würde ich mir auch Sorgen machen. Also ihr könnt das so machen wie Steffi oder ihr nehmt dann Litermaß und füllt das einfach schön rein. Was auch noch sehr wichtig ist, wenn ihr die Gummibärchen abfüllt, was wir jetzt nicht gemacht haben, weil wir nicht daran gedacht haben, bitte legt die auf einen Behälter. Komm, gib mir schnell. Ja, Moment. Zack. Der ein bisschen unterstützt, weil diese Form ist aus Silikon, ist sehr weich. Et voilà. Die füllen wir dann schön ab. Das ist überhaupt kein Problem. Zack. Bist du eigentlich schon fertig auf deiner Seite? Ich glaube nicht. Die Kommentare, wie sehen die? Also wie gesagt, mit dem Litermäßigen Spachtel geht es viel, viel schneller. Das ist die Variante für Männer, die es halt einfach, ja. Zack. Zack, zack, zack brauchen. Ja? Aber wir Männer sind jetzt schon fertig. Ja. Ah, also mit den Gummibärchen. Und ich mache es halt mit viel Gefühl und Liebe, ja? So. Jetzt hat er schon weggemacht, so schnell ist es gemacht. Aber wir haben ja schon ein paar vorbereitet, damit ihr nicht meint, okay, ein bisschen da reinfüllen und ja, das klappt. Nee, wir haben es für euch natürlich ausprobiert. Und hier? Noch was Kurzes, die brauchen dann 2 bis 3, vielleicht sogar 4 Stunden, je nach Gelatinanteil. Und ein paar Gager immer ein bisschen länger. Und wie sie gesagt hat, wir haben jetzt verschiedene Formen gemacht. Schaut sie euch mal an, ich hoffe, ihr seht sie. Also vorne so kleine Würfel, das sind dann, ja, probier mal einen. Das sind dann die mit den exogenen Ketonen. Dann habt ihr die schönen Gummibärchen da in der Mitte mit dem Joghurt und den Himbeeren. Herzchen habe ich auch noch gedacht. Und das Coole sind dann auch noch hier die Zitronen. Ey, halt doch bitte mal, weil ich habe noch eine coole Variante. Ihr kennt es vielleicht, damit es mit süß und sauer auch funktioniert, vor allem für Halloween, haben wir ein bisschen 1:3, also ein Esslöffel Zitronensäure und 3 Esslöffel Erythrit genommen und werden dann dementsprechend diese leckeren Gummibärchen oder Schnetz, wie auch immer, da reinlegen. Und das die sind so lecker, wirklich, die sind so lecker. Da verzieht es mir gleich das ganze Gesicht. Pass auf. Super, lecker. Nein, also wirklich, wirklich, wirklich lecker. Also. Egal ob Dino, Gummibärchen, Herzchen oder Stern, einfach super. Was haben wir vergessen? Was haben wir vergessen? Ja, wo sind wir nächste Woche? Was möchten wir machen nächste Woche? Habt ihr Vorschläge, schreibt es doch rein. Wir werden sehr, sehr gespannt. Wie gesagt, oh. Hallo Natschali, hallo Bogdan. Oh, super lecker. Und alles ohne natürliche... Alles nur mit natürlichen Geschmacksstoffen. So lecker. Hallo Christina, juhu. Komm mal, deine Mama schaut zu. Ah, yum, ja, die sind wirklich yummy. Hallo Mama. Also, nächste Woche haben wir Gäste. Die Gäste haben sich auch was Spezielles gewünscht. Also, ich weiß es noch nicht. Also, die haben sich schon committed. Du weißt, oder wir wissen schon, wer es ist. Es sind Andrina. Simon weiß ich noch nicht, aber da, ja... Kein gucken. Problem. Ist nicht schlimm, wenn er nicht dabei ist, aber wir sind entweder bei Andrina oder Andrina kommt zu uns und das wird richtig cool. Genau. Da geht's weiter mit Keto Conversation. Ihr schmatzt zurück. Was Süßem und was Saures dann. Wie geht Grün? Grün geht super gut mit Waldmeister Geschmack. Kann ich euch noch reintun. Ich habe euch noch was vorbereitet. Also für die ganz Gesunden, die sind jetzt gerade noch am Ziehen. Kombucha, Ingwer. Oh, lecker. Die Rezepte findet ihr dann nachher spätestens morgens dabei. Also, ich würde sagen, KKK, Bro und Bane haben heute wieder mal gerockt. Hat richtig Spaß gemacht mit euch. Cool, dass ihr dabei wart. Cool wart ihr dabei und wir sehen uns nächste Woche, wenn es wieder heißt, um 19:30 am Donnerstag. Bro and Buddy, Keto Conversation, Keto und Köstlichkeiten. Tschüss, cool, dass ihr dabei wart. Ciao.